Herzlich willkommen zum vierten Sommerwebinar der Dutch Cycling Embassy. Ich heiße 61 Teilnehmer in diesem Raum willkommen zum vierten Webinar von den Niederlanden lernen. So wird aus Pop-up-Radwegen nachhaltige Infrastruktur. Unser Thema heute ist lokale Politik und Richtlinien für Mobilitätsmanagement. Mein Name ist Dagmar Köhler und ich arbeite am Deutschen Institut für Urbanistik, leite hier die Fahrradakademie und bin Ihre Moderatorin. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Alle Teilnehmer sind gebeten, sich stumm zu schalten und das auch so lassen, damit wir keine störenden Hintergrundgeräusche haben. Ihre Fragen und Kommentare sind allerdings sehr willkommen. Sie können sie jederzeit im Chat stellen. Wir werden erst, wie gewohnt, alle Referenten sprechen lassen und im Anschluss haben wir circa 15 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Das ist das vierte Webinar. Bisher haben wir uns die Vision und Strategieebene angeschaut, dann wie Fahrradnetze geplant werden in den Niederlanden. Und in der letzten Woche hatten wir ein heiß diskutiertes Thema um baulich getrennte Radwege und das Modell der geschützten Kreuzungen. Und heute geht es ins Mobilitätsmanagement, nämlich nach Verkehrsnachfrage und wie kann man die Verkehrsmittelwahl steuern. Das können natürlich einerseits die Kommunen, sie haben da ganz wichtige Instrumente, insbesondere die Infrastruktur, aber wir gehen heute darüber hinaus und betrachten auch das betriebliche Mobilitätsmanagement. Aber vor allem wollen wir heute die Rolle der Planer, der Verwaltung diskutieren und reflektieren, das Selbstverständnis der Akteure, das was im englischen Sprachraum unter Governance fällt. Denn es gibt eine ganze Menge Akteure und die sind nicht nur die Kommunen. Und die Frage ist, wie arbeiten sie zusammen? Ja, also wir haben die heutige Referentin Iniges Papé und Lukas Harms nennen diese Frage Org-Ware neben Hardware und Software. Und das erklärt Ihnen Lukas Harms direkt nochmal selbst. Hier sind Ihre wöchentlichen 2 Minuten mit dem Direktor der Dutch Cycling Embassy. Danke, Dagmar. Vielen und sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an der von der Dutch Cycling Embassy initiierten Seminarreihe und herzlich willkommen zu dieser vierten Sitzung. Mein Name ist Lukas Harms, ich bin der Direktor von der Dutch Cycling Embassy und ich freue mich, heute nochmals so vielen von Ihnen zu können grüßen. Für denjenigen, die die erste, zweite und dritte Themensitzung in der letzten Woche nicht teilnehmen konnten, Dutch Cycling Embassy ist ein öffentliches, privates Netzwerk für nachhaltige, fahrradinklusive Mobilität. Wir repräsentieren das Beste, was Dutch Cycling zu bieten hat. Wissen, Erfahrung und Experten, die von 70 privaten Unternehmen, Stiftungen, Forschungsinstituten, nationalen und lokalen Regierungen angeboten werden. Unser öffentliches, privates Netzwerk der Dutch Cycling Embassy kann Sie unterstützen, um mehr Raum für Radfahrer in Ihrer Stadt zu realisieren. Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. Wir können Ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Und wie können wir das tun? Wir können Sie die niederländischen Design erleben lassen durch den Empfang von Delegationen. Wir können mit Ihnen mitdenken durch das Angebot maschgeschneiderter Think-Bike-Workshops. Wir können mit Ihnen zusammenarbeiten, um lokale Projekte zu realisieren durch die Anwendung der niederländischen Lösung auf lokale Kontexte. Und wir können alle Arten von Lernmodulen anbieten. Wir sind auch Covid-konform, indem wir virtuellen Radtouren, virtuellen Think-Bike-Workshops und virtuellen Seminareien anbieten, wie heute Mittag. Und das Thema dieser vierten Sitzung ist Org-Ware, die niederländische kommunale Politik, Richtlinien für Mobilitätsmanagement und ein praktisches Beispiel mit Studenten und Kommunen als Kooperationspartner. An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Unterschied erwähnen zwischen Hardware, Software und Org-Ware, die wichtige Komponenten, um das Fahrrad zu einer dauerhaften Komponente im Mobilitätsmix Ihrer Stadt zu machen. Hardware umfasst die materiellen, physischen Anlagen für das Radfahren, Radwegen, Parkanlagen, Wegweiserung und so weiter. Software betrifft die Kommunikationsmaßnahmen, Information und Branding, womit potenziellen Radfahrer informiert und sensibilisiert werden. Und Org-Ware umfasst den erforderlichen politischen, juridischen und Kooperationsprozess zwischen allen Aktoren von Politik bis Gesetze und Kooperation mit Professionals der Kommunen, aber auch Arbeitgebers, Schulen und Interessenvertreter wie ADFC. Bester Erfolg wird erreicht, wenn alle Elemente aus dem Hardware-Software-Org-Ware-Konzept im Zusammenhang angefasst werden. In den heutigen Präsentationen ist Org-Ware das zentrale Thema. Oder mit anderen Worten, wir arbeiten in den Niederlanden zusammen, um die Fahrradnutzung zu fördern und fahrradinklusive Mobilität zu realisieren. Org-Ware ist sehr wichtig für den Erfolg und in diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf die
typische niederländische Kultur und Phänomen des Polderns eingehen. Er bezieht sich auf das Konsensusmodell, das bis ins Mittelalter zurückreicht. Damals mussten Bauern, adlige Stadtbewohner und andere Bürger gemeinsam Deiche bauen, um ihre Füße trocken zu halten. Dies war nur durch Zusammenarbeit möglich, unabhängig von Herkunft und Position. Sozusagen rückwirkend wird dafür nun auch der Begriff Poldermodell verwendet, ebenso wie das Verb Polderen für Kompromiss und Kooperation. Ein sehr gutes aktuelles Beispiel ist die Tour de Force, eine starke Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Marktparteien, Organisationen der Zivilgesellschaft, Wissensinstituten und Plattformen, die sich für eine stärkere Radverkehrspolitik in den Niederlanden einsetzen. Einen der Architekten der Tour de Force ist Siep Tjepkema aus der Gemeinde Zwolle. Und heute wird er als erster Redner auftreten und die Governance-Perspektiven aus der Welthauptstadt der Radfahrer beleuchten. Übrigens, der heutige letzte Redner, Ineke Spapé, hat mit ihrem Büro SOAP das Gesamtkonzept Hardware-Software-Orgware für ein EU-Projekt Bike-Friendly Cities entwickelt. Hier werde ich meine kurze Einführung beenden und ich gebe es gerne zurück zur Dagmar. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Inspiration bei den nun folgenden Präsentationen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Lukas. Ja, die Tour de Force ist ja vielfach aufgenommen worden. Das bekommen wir schon mit hier, die neue Radverkehrsstrategie in den Niederlanden. Bevor wir aber nach Zwolle fahren, bleiben wir noch kurz in Berlin und ich freue mich sehr, dass wir heute Saskia Ellenbeck begrüßen dürfen. Sie ist persönliche Referentin des Bundesgeschäftsführers beim ADFC und war vorher, bevor sie zum ADFC wechselte, Wissenschaftlerin zur Energiewende am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und in ihrem wissenschaftlichen Kontext, wie aber auch als Vertreterin der Zivilbevölkerung, zum Beispiel als Mitbegründerin des Netzwerks Fahrradfreundliches Neukölln, steht Saskia mitten im Thema Partizipation und Beteiligung. Und Saskia, was sagt der ADFC und was sagst du zur Orgware? Wie kommen die Akteure zusammen? Ja, vielen Dank, Dagmar. Ich hoffe, Sie können jetzt alle meinen Bildschirm sehen. Hat das geklappt? Das klappt. Ja, wunderbar. Ja, genau. Also ich würde gerne ein paar Gedanken mit Ihnen teilen in meinem 5-Minuten-Input zum Thema, wie können eigentlich die Städte schnell diesen Wandel schaffen? Und schnell ist ja das Gebot der Stunde, aber nicht nur schnell, sondern auch Nachhaltigkeit. Und nachhaltig, damit meine ich auch nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die politische. Also wie kriegen wir das hin, dass die Stadtgesellschaft auch mitgeht? Und ich glaube, das ist ja auch sozusagen das Oberthema. Da will ich aber einmal nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal daran erinnern, in was für einem Moment wir uns eigentlich gerade befinden. Wir wissen alle aus der Forschung, die Mobilitätsentscheidungen werden durch eine ganze Reihe von Einflussfaktoren bestimmt und es ist auch sehr schwer dran zu kommen. Wir wissen, es gibt in dem Leben von Menschen immer nur ganz wenige Momente, vielleicht da, wo sie eine Familie gründen oder eine neue Stadt ziehen, wo sie ihre Mobilitätsentscheidungen neu überdenken und wo auch Städte ganz mit relativ wenigen Mitteln, mit einfachen Mitteln relativ viel erreichen können, also wo man tatsächlich einen Einfluss haben kann auf die Mobilitätsentscheidung. Und wir befinden uns nun, muss man sagen, leider durch die Pandemie in einem Moment, wo diese Entscheidungen kollektiv neu getroffen werden. Das heißt, das ist exzeptionell, das ist ein Momentum, das sich politisch sehr gut nutzen lässt und wo auch schnelle Maßnahmen sozusagen zu sehr großen Erfolgen führen kann. Und wenn wir über Maßnahmen reden, dann gibt es ja die ganze Reihe von Maßnahmen, nicht erstrecken über diese Folie, da kommt nicht noch mehr. Das ist jetzt einfach nur, um Ihnen zu veranschaulichen. Also man redet ja immer über Push und Pull. Also auf der einen Seite die Radinfrastruktur, die sozusagen die Angebotsseite darstellt, also das, was die Dutch Cycling Embassy als Hardware bezeichnet, die ist natürlich das absolut Zentrale. Ohne die geht's nicht. Und wir als ADFC, das wissen Sie alle, sagen ja auch immer Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur. Niemand wird sich aufs Fahrrad setzen, wenn die Infrastruktur nicht gut ist. Aber richtig tolle Erfolge, und das sehen Sie hier bei den Biken, die hier so, also bei dem Graphen, der so ganz schnell auch nach 2020 runtergeht, sind die kombinierten Maßnahmen. Also sozusagen nicht nur die Angebotsseite zu verbessern, sondern ein kombiniertes Maßnahmenpaket, was halt eben auch Push-Faktoren, also Einschränkungen der Alternativen beinhaltet. Einschränkung klingt jetzt immer so negativ,
Aber das muss es gar nicht sein. Und da habe ich das nächste Bild rausgesucht. Also das ist ein Bild von einer Straße in Neukölln, die jetzt einmal die Woche gesperrt ist. Das ist eine Push-Maßnahme. Der Autoverkehr wird einfach nur rausgenommen, aber innerhalb kürzester Zeit füllt sich dieser Raum mit neuem Leben. Das ist keine Radverkehrsmaßnahme, das ist aber elementar wichtig, wenn Sie insgesamt nahe Mobilitätsmaßnahmen durchsetzen wollen. Wenn diese Leute, die hier spielen, die den Tag vor ihrer Haustür plötzlich ganz anders verbringen können, die diesen unwirtlichen Ort plötzlich als Aufenthaltsort wahrnehmen, sind ihre starken Partner, wenn sie die Flächenkonflikte dann eingehen. Und da komme ich auch schon zu meiner letzten Folie, Ownership kreieren. Also nehmen Sie die Menschen mit und nicht nur die Menschen, sondern auch Verbände. Sie haben ganz natürliche Verbündete, die von einer Umgestaltung der Städte sofort profitieren würden. Dazu gehören natürlich Kinder, Seniorenverbände, Fußgänger und so weiter. Da fällt Ihnen ganz bestimmt ganz viel ein und die kann man auch proaktiv sozusagen aufs richtige Pferd setzen, dass sie sich die Sache zu eigen machen und eben auch Fürsprecher sind, damit dann auch eine hohe Akzeptanz da ist. Aber sie sollten natürlich auch mit den Kritikern reden, ganz klassischerweise mit den Industrie- und Handelskammern und da den Einzelhändlern an einzelnen Straßen. Die haben ja häufig ganz große Ängste, aber auch da helfen ganz, ganz gut, temporäre Projekte einfach zu starten, um diese Ängste zu nehmen. Und wir wissen ja auch aus der ganzen Welt, alle Städte machen im Moment die gleichen Erfahrungen da, wo Verkehrsberuhigung, wo Straßenumgestaltung, wo gute Radverkehrsinfrastruktur ist, wird mehr konsumiert, wird mehr Umsatz gemacht. Und da kann in kürzester Zeit die größten Gegner sozusagen zu den größten Unterstützern werden. Und das ist auch ganz hilfreich, dann um eben nicht direkt am Anfang den Kampf des Endgültigen kämpfen zu müssen. Und letzter Punkt zum Thema Beteiligungsformate. Also suchen Sie sich da gute Partner, die da Erfahrung mit haben. Denn Beteiligung kann viele Fallstricke haben. Es ist auch nicht immer das Town Hall Meeting in der großen Halle mit allen zusammen, wo man innerhalb kürzester Zeit die Dinge besprechen muss und wo sozusagen der lauteste Schreier dann den größten Raum kriegt, immer das richtige Format. Es gibt auch ganz andere Formate, die sehr gut sind und finden Sie da auch Beratung. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr, sehr gute Agenturen und Gesellschaften, die da schon Erfahrung haben. Und finden Sie auch ein Ende der Beteiligung, sodass sozusagen auch die Beteiligten auch wissen, irgendwann geht es auch in die Umsetzung und es dauert auch nicht irgendwie 5 Jahre, wie es häufig der Fall ist. Und zu guter Letzt nochmal, und das war ja auch der Titel meines Vortrags, also es geht nicht um Radverkehr, machen Sie es nicht zu technisch, es geht um die Stadt insgesamt und da kommt auch die Akzeptanz her. Vielen Dank. Vielen Dank, Saskia, für dieses Plädoyer zur Zusammenarbeit, auch mit den Menschen, die nicht professionell im Bereich arbeiten. Wir bleiben gar nicht stehen, sondern reisen jetzt direkt in die niederländische Verwaltung. Und zwar reisen wir nach Zwolle, eine Stadt, in der Raumplanung und das Fahrraddenken ganz eng verzahnt sind. Ja, Zwolle ist gespickt mit bedeutsamer Fahrradinfrastruktur, aber Siep Jepkema nimmt uns jetzt mit in eine der Top-Fahrradstädte der Niederlanden, wo es noch mehr geht als Infrastruktur. Siep. Herzlich willkommen. Mein Name ist Siep Jepkema und ich bin ein Mobilitätsleitender Politikberater in Zwolle. Ich freue mich und fühle mich geehrt, Ihnen einen Vortrag zu geben im Rahmen der 4. Themensitzung der Niederländischen Fahrradbotschaft. In meinem Vortrag führe ich Sie in die Lokalpolitik der Stadt Zwolle ein und nehme Sie mit, wie es uns als Zwolle in einem 40-jährigen Prozess gelungen ist, Schritt für Schritt eine Stadt mit dem weltweit höchsten Fahrradgebrauch zu werden. Übrigens will ich auf keinen Fall behaupten, dass Zwolle das perfekte Stadt zum Radfahren ist. Zwolle kann viel von anderen Städten lernen und auch offen für gute Beispiele aus Deutschland stehen wir offen. Unser selbstgegebener Titel Weltradstaat müssen Sie, um mit Louis van Gaal zu sprechen, mit einer Prise Salz aufheben und ist darum auch ein bisschen ein Augenwinkel nach Kopenhagen und Amsterdam. Nächste. Ich habe in jedem Fall wirklich eine Radsportweltmeisterin in Zwolle, das ist Kirsten Wild. Sie ist 9-fach Weltmeisterin Bahnradfahren, letzte Mal bei der Weltmeisterschaft Bahnradfahren in Berlin in 2020. Nächste. Gehen wir nach die nächste. Verzeihung. Zwolle ist eine kompakte alte Hansestadt im Nordosten des Niederländers mit 130.000 Einwohnern.
Dies macht sie zu einer idealen Stadt zum Radfahren. Zusammen mit der attraktiven Umgebung wie Hithorn ist sie ideal für einen kurzen oder langen Urlaub und nicht weit von Deutschland. So viel für Tourismuswerbung. Zwolle wurde weicher im Dokument der nationalen Mobilitätspolitik festgelegt. Merkmale von Zwolle sind eine höchste Zahl von 80.000 Arbeitsnehmern und 45.000 Studenten im Vergleich zur Bevölkerung. Das ist sehr hoch. Ein großes Einzuggebiet von 500.000 Leuten, derzeit 130.000 Einwohner und das gerät nach 240.000 Einwohner in 2030. Und Zwolle ist auch ein Eisenbahnknotenpunkt in den Niederlanden mit 8 Eisenbahnlinien. Nächste. Die Niederlande sind das Fahrradland der Welt, weil sie das auch wissen. Und Zwolle hat das höchste Fahrradgebrauch in den Niederlanden. Zwolle ist also die Fahrradstadt der Welt. Das ist logisch. Diese Statistiken der Knowledge Institute Mobility belegen dies. Eigene Forschung hat gezeigt, dass 66% der Einwohner von Zwolle täglich Fahrrad fahren. Nächste. Zwolle beweist, dass ein Fahrradgebrauch mit einem hohen Sicherheitsgefühl Hand in Hand gehen kann. 85% der Einwohner des Zwolle finden Fahrradfahren sicher gegenüber 69% in anderen niederländischen Städten. Die Schlagzeile in unserer Lokalzeitung lautete daher: Radfahren ist ein Party in Zwolle und darauf sind wir sehr stolz. In 2014 wurden wir Fahrradstadt in den Niederlanden. Was macht Zwolle als Fahrradstadt so besonders und was erklärt unsere hohe Fahrradnutzung? Unser Erfolg beruht auf diese drei Erfolgsfaktoren: Raumplanung und Radinfrastruktur, Zusammenarbeit und Innovation. Und diese drei Aspekte werde ich in meinem Vortrag näher erläutern. Zuerst Raumplanung und Infrastruktur. Seit den 70er Jahren hat sich jeder Stadtrat, unabhängig von seinem politischen Hintergrund, das heißt links, christlich oder rechts, sehr für das Fahrrad ausgesprochen. Und die Beamten haben ihnen manchmal ein wenig geholfen dabei. Zwolle Süd ist ein gutes Beispiel dafür, wie in unserer Raumplanung das Fahrrad als Ausgangspunkt für die Gestaltung eines neuen Stadtteils mit 35.000 Einwohnern genommen wurde. Sie sehen im Rot die Route für das Fahrrad und im Blau die Route für das Auto. Die Menschen sind also mit dem Fahrrad schneller im Innenstadt als mit dem Auto. Infolgedessen wählen mehr als 60% der Einwohner von Zwolle Süd das Fahrrad als ihr tägliches Transportmittel. Gemeinsam mit dem Provinz Overijssel investieren wir auch in komfortable, sichere, direkte und attraktive regionale Fahrradrouten nach Zwolle und sorgen dafür, dass diese logisch mit unserem eigenen Hauptroutennetz verbunden sind. Auf diese Weise regen wir Menschen aus der Region Zwolle an, mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren. Innerhalb von Zwolle haben wir ein dichtes Netz von separaten Hauptradwegen und Fahrradstraßen. Dieses Netz verbindet die Wohnquartiere mit dem Stadtzentrum und dem Bahnhof, aber auch untereinander. Bei den Hauptradwegen für Radfahrer streben wir an, dass diese die verkehrsreichsten Autobahnen auf unebenem Niveau über Brücken oder Tunnels überqueren. Hier sehen Sie drei neu gebaute Fahrradbrücken. Sehr komfortabel. Und die nächste ist die Fahrradtunnel, die wir unter die Ringstraße für das Autoverkehr gebaut haben. Wir waren eine der ersten Städte in den Niederlanden, die ein Netz von Fahrradstraßen aufbauten. Das Auto ist Gast auf diese Straßen und der Radfahrer hat den Platz, den er braucht. Und das zweite Geheimnis ist Zusammenarbeit. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen von großer Bedeutung ist, um eine erfolgreiche und innovative Fahrradstadt zu sein. Wir haben aktive Partner, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Ein wichtiger ist der Fahrradhersteller Cortina, der die Initiative ergriffen hat, eine Fahrrad-Innovationsgemeinschaft zu gründen. Die nächste Geheimnis ist Innovation. Ich werde Ihnen einige Beispiele für Innovation zeigen. Zuerst ein Fahrradkreisel für Fahrräder, der einzige in den Niederlanden. Der zweite ist ein Fahrradkreisel mit Wasserabschlusssystem und Infiltration. Der dritte ist der Plastikradweg. Der vierte ist das Recyclingfahrrad. Der fünfte ist die Regendetektor. Bei Regen geben wir bei Ampeln Priorität am Radfahrer.
Und den sechsten ist das europäische BITS-Projekt. Ziel ist zu sehen, wie das Sammeln von Daten uns dabei helfen kann, das Radfahren zu stimulieren und wie wir diese Daten verwenden können, um das Radfahren sicher, gesünder, schneller und attraktiver zu machen. Deutsche Partner dabei sind Baron Mobility und die Universität Oldenburg. Ich werde Ihnen jetzt sagen, was unsere Kurz- und unsere Ambitionen für die Zukunft sind. Dies ist der raumplanische Rahmen für unsere Stadt für 2030. Er basiert sich auf dem neuen nationalen Umweltgesetz, das 2023 in Kraft treten wird und dessen Hauptziel es ist, dass die Niederländer vital und lebenswert bleiben. Die Position des Fahrrads kann darum durch neue Raumplatzgesetze sicherlich gestärkt werden. Und das Zweite ist, ich war als Kunde beteiligt an einem nationalen Inspirationsdokument, das zeigt, wie das Gehen und Radfahren einen Beitrag zum vitalen Städten leisten kann. Im Dezember 2019 haben wir eine neue Mobilitätsvision für 2030 ausgearbeitet und im Gemeinderat festgelegt. Wir arbeiten unsere Fahrradpolitik im Aktionplan Swallow World Bicycle City aus, der wir im Herbst dieses Jahres vom Rat verabschiedet haben werden. Darin sind unsere Ambitionen und Investitionen für die Zukunft dargelegt. Wir haben die Mobilitätsvision für die folgenden Grundsätze festgelegt. Wir nennen das STOP. Das kommt aus Belgien. Wir wenden dies auf alle Projekte an, die wir in den kommenden Jahren entwickeln werden und wir untersuchen Schritt für Schritt die Auswirkungen eines Projekts auf Gehen, Schritte, Pedale drücken, Treppen, öffentliches Verkehr und das letzte ist Privatverkehr. Damit wollen wir betonen, dass Gehen und Radfahren für uns die Grundlage der Mobilität ins Volle sind. In unserem Mobilitätsplan wollen wir unsere erfolgreiche Radverkehrspolitik fortsetzen und stärken, aber auch neue Entscheidungen treffen. Hier sind einige Beispiele. Zum ersten Mobilitätszentrum. Kettenübertragungen vom Zug und Bus zum Fahrrad oder Auto werden in Zukunft immer wichtiger. Wir wollen daher in Mobilitätszentren investieren. Fahrradparken ist ein anderes wichtiges Thema. Wir haben bereits viel Ärger mit geparkten Fahrrädern. Und das wird in Zukunft nur noch schlimmer mit 20% mehr Fahrrädern. Dabei macht die Corona-Krise genügend Platz für Fußgänger immer wichtiger. Deshalb investieren wir in einen Fahrradring um die Innenstadt herum und größere Fahrradparkplätze in der Halle mit mehreren Funktionen. Abschließend möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Bedeutung einer robuster und zukunftssicheren Radverkehrsinfrastruktur lenken. Da der Radverkehr mit 20% zunimmt und auch die Geschwindigkeitsunterschiede und damit Verkehrsunsicherheit zwischen den verschiedenen Fahrradtypen und Radfahrern zunehmen, ist es notwendig, unsere Fahrradinfrastruktur entsprechend anzupassen. Wir waren die erste Stadt in den Niederlanden, die Modellberechnungen gemacht haben, um zu untersuchen, wo wir in die breitere Radwegen oder Fahrradtunnel und Brücken investieren müssen. Sie zeigt uns, wo wir in die Zukunft investieren müssen. Das sind die roten Linien auf der Landkarte. Ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, warum Zwolle ein Weltfahrradstadt ist, was das Geheimnis unseres Erfolgs ist und wie wir unsere Führung behalten wollen, genau wie Kirsten Wild für Tokio 2021. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin immer bereit, Sie in unsere schöne Stadt zu empfangen, um selbst zu erfahren, wie schön unsere Stadt ist und wie attraktiv unsere Stadt für Radfahrer ist. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Sieb. Jetzt Regendetektor, Fußverkehr zuerst in den Niederlanden. Jetzt können wir es gar nicht erwarten, zu Besuch zu kommen. Und da sind auch gute Nachrichten. Die Fahrradakademie bietet eine Auslandsexkursion an. Die musste 2020 leider verlegt werden auf 2021. Deswegen gibt es nächstes Jahr zwei Auslandsexkursionen, und zwar nach Utrecht, Zwolle und Houten. Die ist für Mitarbeiter der Kommunen, also alle Kommunen hier im Raum. Wir sind jetzt inzwischen über 70 Leute, können sich angesprochen fühlen. Und das ist auch ein guter Punkt, dass wir jetzt einfach mal mehr wissen wollen über Sie alle im Raum, deren Bilder wir nicht sehen und auch deren Stimme wir nicht hören können. Arjen hat eine Umfrage vorbereitet und wir möchten jetzt wissen, welche Organisationen vertreten Sie? Wie viele von Ihnen arbeiten für eine lokale Gemeinde oder eine Kommune? Vielleicht für die nationale oder regionale Regierung? Wer ist in einem Verband tätig, für eine Stiftung, arbeitet in der Forschung oder ist privat hier unterwegs? Arjen, können wir die Umfrage aufrufen?
Dann nutze ich den Moment der technischen Installation für eine Rückfrage an Sieb. Du nennst drei Stufen für Swallis Erfolg. Infrastruktur, vollständige Netze, Kooperation mit den Stakeholdern und all dies führt dann zu Innovationen. Jetzt würde ich dich gern fragen, wie das auf die deutschen Kommunen anzuwenden ist. Allerdings sehe ich, dein Bild ist eingefroren und vielleicht damit auch deine Verbindung. Sieb, can you hear us and respond to the question? Yes, I can hear you. Great. I hope you can hear me too. Yes, we can hear you, but your picture is frozen. So the question is, what's your advice for cities in Germany? How to start this path that you've presented? Yeah. Wie schlägt man diesen Weg ein? Was hat es euch als Stadt ermöglicht, diese Schritte zur Exzellenz zu gehen? Und was können deutsche Städte tun? Yeah, if you look at the three basic principles and our success factors, you look at the first one. I think you should talk to planners within your organization and also with the aldermen for spatial planning, and maybe bring them to other cities, inspire them, show them how the bike can be an integral part of spatial planning. So inspire them. That's my first thing about the spatial planning. The next one is about cooperation. Look, for instance, go together with your colleagues of economy or with business development. Go to the companies within your community and talk to them about cycling. Make a kind of analysis if there are companies within your city who benefit from cycling. We had Cortina, who is a bicycle manufacturer, and they benefit from cycling, of course. And the third factor is, I think it's important to innovate, and you have to make sure that innovation is taken off by, for instance, hosting pilots, have somebody responsible for innovation, and have money as well available for innovation, but be open. I think that's the major thing, is to be open and be open for cooperation and innovation. Okay, many thanks. So wir haben besprochen, dass Sieb auf Englisch antwortet, und ich glaube, es war klar, inspirieren, die Raumplaner mit ins Boot holen und inspirieren, mit den Stakeholdern auch außerhalb der Verwaltung ins Gespräch kommen und sich an die Innovation trauen oder die Leute identifizieren, die das tun. Danke, Sieb. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wer im Publikum sich befindet. Und ich kann leider nicht sehen, wie abgestimmt wurde, und lade dazu aber Arjen oder Lukas ein, das kurz zusammenzufassen, das Ergebnis. Ja, ich kann das gerne erklären. 27% ist von einer lokalen Gemeinde oder Kommune, 31% von einem Verband, 8% von einem Forschungsinstitut, 18% von einem ist ein Privatperson und 16% hat anders gespeichert. Das ist der Antwort der ersten Frage. Genau, und wir haben jetzt noch eine zweite Frage, nachdem wir wissen, dass ein Viertel des Publikums in den Kommunen unterwegs ist, was wunderbar ist. Es ist jetzt auch die Frage, es gibt ja noch mehr Kommunen. Es gibt die Verbände, es gibt die Privatwirtschaft, es gibt die Unternehmen. Welche der Akteure werden in den kommenden Monaten entscheidend sein, um mehr für den Radverkehr zu tun in Deutschland? Und wir starten die Abstimmung direkt nochmal. Ja, und wir haben schon Antworten. 82% sagen, dass die lokale Gemeinde oder Kommunen entscheidend werden sein. Das ist der und andere sagen nationale Regierung, regionale Regierung 6%, Verband 4% und Privatpersonen und anders 4%. So 82% lokale Gemeinde und Kommune. Das ist ein eindeutiges Ergebnis. Ja. Wir schauen uns aber jetzt an, dass es auch noch andere Akteure gibt und dass es auch weitere interessante Sachen gibt, die man machen kann. Und zwar schalten wir jetzt an die holländische Nordsee. 20 Zugminuten nördlich von Amsterdam in Bakum sitzt Paul Hofschult. Geboren in Bielefeld, ist er jetzt Partner und Berater bei der Firma 3PM. Und Paul wird uns jetzt was Interessantes erzählen. Und zwar betreut er und berät ein Netzwerk von 50 Unternehmen, die für betriebliches Mobilitätsmanagement gewonnen wurden.
Auftraggeber interessanterweise ist die Metropolregion Amsterdam. Darin stecken nationale Fördermittel aus den Niederlanden. Also alle Ebenen sind beteiligt und auch in Deutschland sind ein Viertel aller Wege beruflich. Also es steckt viel Potenzial im betrieblichen Mobilitätsmanagement. Paul, wie holt man die privaten Akteure, Betriebe, Arbeitgeber ins Boot? Ja, vielen Dank, Dagmar. Ich öffne mal die Präsentation. Können Sie das alles sehen jetzt? Ja. Ja. Okay, guten Tag. Mein Name ist Paul Hofschulz. Ich arbeite für 3PM. 3PM ist nicht die Zeit, die Nachmittag, dass wir aufhören mit Arbeiten. Aber die 3Ps sind die 3Ps von CSA. Corporate Social Responsibility, so People, Planet and Profit. Und de M ist von Mobilität. 3PM ist ein kleines Consulting-Unternehmen auf dem Gebiet der Mobilität und arbeitet für mehr als 300 kleine und große Unternehmen in den Niederlanden, zum Beispiel IBM, Heineken, Deloitte und ein deutsches Unternehmen ist Böhring-Ingelheim. Auch in Gebieten mit viel Verkehrssteuern für die lokalen und regionalen Behörden bei der Reduzierung des Autoverkehrs. Und das Resultat ist immer mehr aktive Mobilität, so mehr Radfahren und Wandern. Ja, was wir von der Präsentation auch Fahrradinfrastruktur muss auch genutzt werden. So, gleich an mehr aktive Mobilität sprechen. Eine Lösung für viele Dinge. Was wir sehen, ist, dass Unternehmen nicht ganz selber anfangen mit Änderungen in Mobilität für Mitarbeiter, weil Rat über neue Mobilitätslösungen viele Vorteile gibt für Kosten, CO2, Vitalität. Und das Resultat ist immer mehr aktive Mobilität. Die Potenz für Pendler, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu gehen, ist groß. Was wir jetzt sehen, ist, dass 66% fahrt mit dem Auto zur Arbeit. 22% mit dem Fahrrad, weil unsere Benchmark mit 300 Firmen zeigt, dass es Potenzial auf 46% liegt. So, das Fahrradpotenzial ist sehr groß. Und es gibt auch eine Erhöhung für das Gebrauch von ÖPNV, wenn wir einen Mobilitätsscan machen. In einem großen Verband kann man sagen, dass das sind weltweit und in den Niederlanden und Deutschland große Herausforderungen. Viel Geld geht nach Infrastruktur, aber auch ein Teil wird reserviert für Verhaltensänderungskampagnen in den Niederlanden. Und das Mittel dafür ist Mobilitätsmanagement. Wir sehen jedes Jahr noch eine Zunahme des Verkehrsüberlastung, auch nach jedem Wirtschaftskrise, wie auch jetzt mit Covid-19. Wir haben noch immer jedes Jahr einen Anstieg für Mobilitätskosten. Die Emission muss auch reduziert werden. Zum Beispiel in Städten für eine bessere Lebensqualität für Einwohner und Nachhaltigkeit. Wir haben keine Planet B. Ja, es gibt in den Niederlanden 12 Gebieten, wo die Regierungen Projekte finanziert, um die Regionen und Städte erreichbar zu behalten und die Emissionen zu reduzieren. Zum Beispiel in die Großstadtregion Amsterdam und Den Haag helfen wir die lokalen und regionalen Behörden bei der Reduzierung des Autoverkehrs. Das Ergebnis ist immer eine Steigerung der aktiven Mobilität. Und in Amsterdam zum Beispiel haben wir ein Netzwerk von 250 Unternehmen aufgebaut und ihnen Ratschläge gegeben, wie sie ihre Mobilitätskonzepte ändern können. Und wir haben eine Reduzierung von 10.000 Autos während der Hauptverkehrszeit am Morgen und Nachmittags erreicht. Sie können dieses eine Verhaltenskampagne sehen. Und was wir tun ist, dass wir den Unternehmen 40 Stunden kostenlosen Rat geben, finanziert von der nationalen Regierung. Und es ist also, ja, wie sagen wir, das Zuckerbrot mit der Verbesserung der Mobilitätskonzepten anzufangen, was die Unternehmen sonst nicht tun würden. Es ist also ein Beschleuniger. Die nationale Regierung finanziert diese Arbeit in den Stadtgebieten, weil es in diesen Gebieten viel Stau und Emissionprobleme gibt. Und es wird nicht nur helfen, mehr Straßen zu bauen. An den nächsten Folien ist ein Beispiel für einen Ratschlag, den wir kurz gegeben haben.
Wir geben die Postleitzahlen von den Mitarbeitern in unser Tool ein. Dies gibt uns einen Blick in das Reisepotenzial der Mitarbeiter. Und wir können die Parameters an den linken Seite sieht man das, ändern für jede Modalität. Radfahren bis 10 Kilometer zur Arbeit oder ein bisschen mehr nach 15 Kilometer. Das ist grün und in gelb sieht man das ÖPNV. Wir rechnen mit 1,5 Mal die Autozeit zur Arbeit. Die Reisezeit bis 30 Minuten ist immer ÖPNV und Fahrrad. Und zu Hause Arbeit ändert nicht die Mobilitätspotenzial, aber ändert die CO2. Und wir können mit dieser Tool auch einen Eindruck bekommen von den Facilitäten und wie vital die Unternehmung wird, wenn mehr Mitarbeiter mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit gehen. Ja, auf der linken Seite können Sie die Einschätzung von der aktuellen Mobilität sehen. Das sind ungefähr 200 Mitarbeiter. Und in der Mitte die potenzielle Mobilität. Wenn die Parameter eingeführt sind, so 10 oder 15 Kilometer für das Fahrrad und so weiter, so dass das sind eine Doppelung des Fahrräder und das die ÖPNV geht von 60 bis fast 100. Was wir dann machen, ist, wir machen eine Analyse von den Richtlinien, die Vergütung und Einrichtungen. Für die Facilitierung für mehr Radfahren müssen die Einrichtungen in Ordnung sein, so Duschen, gute Parkplätze für Fahrräder und so weiter. Aber nicht nur für Fahrräder, aber auch für Zuhausearbeit mit guten IT-Facilitäten. Und mit Covid-19 haben wir gesehen, dass es auch möglich ist, zu Hause zu arbeiten. Und die Facilitierung für eine Ladestation für Mitarbeiter, die mit einem Elektroauto zur Arbeit fahren. Nach der Potenzialanalyse entdecken wir zusammen mit dem Unternehmen die Richtungen für Lösungen, liegt der Fokus auf Kosten oder Nachhaltigkeit oder CO2. Und wir gucken nach Lease, eine Transition nach Elektroautos, Verhaltungskampagne, mehr Radfahrer, flexible Mobilität oder ein Mobilitätsbudget, einen Tag mit dem Auto und die andere Tag mit dem ÖPNV oder Fahrrad. Und dann haben wir hier, das ist die alte Situation, die Kosten sind hoch, die Emissionen CO2 sind hoch und Glück und Gesundheit sind nicht sehr hoch. Und dann in die neue Situation, nach der Umsetzung der neuen Maßnahmen gibt es eine Menge Vorteile, nicht nur für die Umwelt und die Kosten, sondern auch für die Erreichbarkeit der Städte und Regionen. Und Fahrräder sind gesünder und glücklicher und haben eine höhere Arbeitsproduktivität. Was wir sagen ist, nehmen Sie nicht nur eine Maßnahme, aber es ist immer eine Kombination von vier Maßnahmen. Am ersten führen Sie einige Untersuchungen durch und analysieren Sie, wie viele Menschen in einem Umkreis 7 Kilometer, ein E-Bike 15 und ein Speedpedelec 22. Diese Menschen sind ihre potenziellen Radfahrer und E-Biker und machen sie eine kleine Umfrage und fragen sie, was Menschen abhält, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und dann auch überprüfen sie ihre Regeln, Vorschriften und Zulagen bezüglich des Radfahrens zur Arbeit. Denken sie an finanzielle Vorteile für Radfahrer nach. In den Niederlanden können wir 19 Cent steuerfrei für jede Mobilität geben, so auch für Radfahrer und zu Fuß und was wir sagen, dann mit Zuckerbrot und Peitsche. Mehr Vorteile für Radfahrer als für Menschen, die mit dem Auto fahren. Und dann auch am dritten, die überprüfen Sie Ihre Einrichtungen. Haben Sie einen anständigen Fahrradabstellplatz mit Lademöglichkeit für E-Bikes, Umkleidekabinen für Menschen, die sich gerne umziehen und auch duschen. Und das letzte ist, kommunizieren Sie. Sagen Sie Ihren Mitarbeitern, warum es wichtig ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und geben Sie ein gutes Beispiel. Die Managers können mit dem Rad zur Arbeit fahren und auch Behörden sollen eine führende Rolle spielen. In den Niederlanden fährt unsere Premierminister Mark Rutte mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und auch unsere König und seine Kinder fahren zur Schule mit dem Fahrrad. Und veranstalten Sie eine Fahrradworkshop mit praktischen Tipps oder organisieren Sie E-Bike-Pilots.
Und die E-Bike-Pilots, die wir durchgeführt haben, sind sehr erfolgreich. 48% kaufte ein E-Bike nachdem und 46% sagte mir, zur Arbeit zu fahren. Ja, eine Zusammenfassung für Städte und Regionen, es ist sehr gut, mit dem Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, um Probleme wie Erreichbarkeit zu lösen und Probleme wie Staus und Emissionen zu reduzieren und die Zahl der Radfahrer und die Fidelität der Arbeitnehmer auf diesem Weg zu erhöhen. Ich würde Ihnen vielen danken. Danke, Paul. Der Abschluss der fahrradfreundlichen Arbeitgeber, wie es auch im Chat bezeichnet wird. Das ist spannend. 19 Cent pro Kilometer, egal, unabhängig von der Gesamtlänge, unabhängig vom Verkehrsmittel. Als ich in Brüssel gewohnt habe, durfte ich das davon auch profitieren. In Belgien wird das auch angewandt, da allerdings auch ein Land mit extrem vielen Dienstfahrzeugen und trotzdem auch einer kleinen Prämie fürs zu Fuß oder gehen oder Radfahren. Es steckt also durchaus sehr viel Potenzial im Mobilitätsmanagement und auch die Regierungen auf anderen Ebenen haben da was mitzureden. Und jetzt schauen wir mal noch in ein Potenzial, was wir noch nicht thematisiert haben, nämlich das der Studierenden, die jungen Gesichter. Ineges Papé ist von der Universität Breda und hat das Fresh Brains Projekt entwickelt. Initial die Idee auf einer Fahrradtour der Fahrradakademie in Breda, wie sie mir erzählt hat. Ineges Papier sagt, die Orgware, also die Zusammenarbeit mit dem nicht professionellen Sektor, wäre in Deutschland noch ausbaufähig und wir sind gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ja, guten Tag alle, herzlich willkommen auch. Ich bin ganz froh, dass ich hier dabei sein kann und so wie gesagt, ich arbeite für die BUAS, also Breda University of Applied Sciences, Bachelor. Erziehung, wo wir versuchen, Stadtplaner, Verkehrsplaner und Mobilitätsplaner zu erziehen und die auch irgendwo in den Kopf zu kriegen, dass Fahrradfahren was ganz Gewöhnliches ist und Fußgänger natürlich auch. Und ja, das alles ist unter den Namen Fresh Brains und das heißt auch, dass ich denke, eine super, super, super Orgware-Partner sind die Studenten. Die haben einen frischen Blick. Und mit diesem frischen Blick, Fresh Brains, das ist genau, was wir vorgeschlagen haben, vor einigen Jahren schon. Und zusammen mit Uni Wuppertal haben wir das auch mal durchgeführt in Deutschland, komme ich noch später darüber zu reden. Und das hat dazu geführt, dass wir letztes Februar, ja gerade vor der Corona-Zeit, dass wir ganz stolz sein könnten auf der Deutsche Fahrradpreis, die wir da gewonnen haben. Und bei mir hinten im Hintergrund, wenn Sie später mal das sehen, dann sehen Sie auch diesen Preis stehen. Bin ich ganz stolz als irgendwo Entwickler von diesem Konzept Fresh Brains. Was es ist und wie es hilft und was es tun kann für Städte, das zeige ich nachher. Also erstmal, warum Orgware? Und das hat eigentlich die Saskia ganz schön gesagt. Es geht überhaupt nicht um mehr Radfahren, es geht über mehr Stadt. Also man braucht auch für eine bessere Stadt, nicht mehr Radfahrer, aber eine bessere Stadt, braucht man eigentlich für den besten Erfolg, so wie schon eher gesagt ist, Hardware plus Orgware plus Software. Und ich bin ganz stolz, dass es jetzt auf die ganze Welt irgendwo übernommen ist. Auch bei uns am BUAS ist das jetzt eine Art von Grundlage, dieses HOS. Aber ich bin auch der Meinung, dass es sehr wichtig ist. Es reicht nicht, wenn man nur Hardware macht, nur Infrastruktur, Parkanlagen oder Radwege. Es reicht nicht, wenn man nur arbeitet. So gut wie man arbeiten kann, es muss immer eine Grundlage geben. Und auch für Kommunikation, es muss was zu brennen sein. Ne? Wenn es keine Fahrradwege gibt, dann gibt es ja auch nichts zu brennen. Also das ist das höhere Ziel. Deshalb Orgware. Und auch Orgware sagt, das heißt auch, dass es eine integrierte Stadtplanung ist, nicht nur Radpolitik, nicht nur Stadtpolitik, viel breiter Mobilitätspolitik, Gesundheitspolitik, Wirtschaftspolitik, alles ist irgendwo zusammen verlinkt. Und das soll auch mit Zug, mit Orgware, darunter fällt auch für mich eine zukunftstaugliche, ich hoffe, das ist Deutsch, aber Sie verstehen bestimmt, was ich meine, Vision. Für morgen, das heißt auch, für morgen sollte man eigentlich ganz praktische Maßnahmen nehmen können. Also für morgen ganz schnell praktisch. Nicht so lange warten, kein technisches Regelwerk, einfach machen. Zusammen. Und auch die juristische Grundlage soll da sein. Wir haben eine Gesetzgebung in den Niederlanden, die
Radfahrer ganz gut schützt. Bis 14 Jahre hat man kein Schuld an einem Unfall. Nie. Und das heißt, auch diese juristischen Unterlagen sind sehr wichtig. Und Zusammenarbeit mit mehr Arten, Partner natürlich. Daneben diese Zielgruppen, das kommt aus unserer Reihe Freisprints. Und natürlich nicht zu vergessen sind die ADFC, wo ich mit meinen Büroprojekten ganz gut erfahren habe, dass die Ahnung haben, dass sie wissen, worüber es geht und dass sie auch mitdenken können. Aber jetzt heute geht es über die Studenten. Das sind die kreative, frische Studenten, die ihre Ideen haben. Das wollte ich mal noch kurz erwähnen. Was ist denn Freshbrains? So wie gesagt, Fresh-Gewinner, wer ist er, ne? Dieser Preis, ich hatte noch keine Zeit, das mitzunehmen an der Uni, weil das noch immer geschlossen ist wegen Corona. Es ist eine Bursmethodik jetzt langsam, wo Studenten in gemischten Gruppen, am liebsten international, also holländisch und deutsche Studenten oder englische oder belgische oder egal, wo die Studenten eine Woche lang eingetaucht, irgendwo eingebunden in der Stadt, vor Ort arbeiten, für eine Stadt also, an einer realistischen Problematik einer Stadt, die Radfahren fördern möchte, die Stadt muss das wollen, und dann gegen geringe Kosten, die Stadt zahlt eigentlich nur Hostel, Reise, Arbeitsraum und ein Dankemahlzeit natürlich, nicht zu vergessen. Und dann in 5 Wochen bekommt die Stadt denn eigentlich 5 Projekte, 5 Produkte. Ein Film bei Guerilla, ein Pitch, eine Broschüre für einen Radaktionsplan, so wie Sieb eigentlich das gezeigt hat, aber dann ist es natürlich viel kürzer. In einer Woche geht das nicht so grundsätzlich wie in Zwolle, das länger gedauert hat wahrscheinlich. Und Forschungsdaten. Und rechts sehen Sie, aber können Sie aber später nachgucken. Es gibt ein Beispiel vom Bundesministerium, wo wir 4 Jahre lang rumgefahren haben in Deutschland, in München, Gladbach, Wuppertal, Kassel, Chemnitz. Und jetzt waren wir unterwegs dieses Jahr in Bonn. Wir hatten noch geplant eine Dortmund-Session, das ging aber leider nicht. Aber kurz vor der Corona hatten wir noch ein Freshbrains Breda mit einer Gruppe von 50 Studenten aus Belgien, aus Deutschland, Aachen, Wuppertal und unsere Studenten. War ganz, ganz gut und ganz inspirierend immer. In einer Woche 5 Projekte, 5 Produkte. Die Woche ist immer irgendwo etwas so vorbereitet. Wir brauchen das vorbereitet, welche Stadt, wie ist die Stadt aufgebaut, welche Probleme gibt es denn da. Das machen wir als Betreuer. Dann eine Woche vorher schleppen wir eigentlich die Studenten zu einem Treffen. Egal, das kann ja zum Beispiel in der Wuppertal Breda Zusammenarbeit, war das sowohl in Breda zweimal als zweimal in Wuppertal. Ganz interessant zu sehen, wie die Unterschiede denn sind und wie die Studenten dann reagieren aufeinander. Und die Freshbrains-Woche hat immer 5 Teile. Tag 1 ist meistens Einführung der Stadt. Die sollen mit einbezogen sein und die Einführung geben, Vorträge. Dann eine Ratsexkursion, auch von der Stadt mit organisiert. Zweiten Tag ist meistens und dritten Tag ist meistens Vision bilden, Forschung machen, erste Pläne bedenken. Am dritten Tag geht das noch weiter. Und dann kommt eine Guerilla, was das ist, das zeige ich noch später. Und am letzten Tag wird dann ein Pitch gegeben, eine Präsentation für die Stadt, wo die Stadt und alle Leute, die gesprochen haben, die Studenten, nochmal hören, was die Studenten so zusammen gebaut haben. Das ist eigentlich, was Freshbrains ist. Hier 2 Beispiele aus Wuppertal, wie erkläre ich. Ne? Die 5 Produkte, hier sehen Sie irgendwo so eine Art von Katalog. Die gibt es übrigens noch eine echte, die können Sie über den Mail bekommen. Wir haben noch keinen Link dafür. 5 Produkte für die Städte sind dann ein Radaktionsplan mit Vision und die HOS-Maßnahmen natürlich, natürlicherweise ist eine Broschüre, so wie hier einige gezeigt. Eine Bike Guerilla vor Ort, ein Pop-Up-Event ist es eigentlich. Ein Film darüber machen die Studenten, denn die machen dann diesen Pitch für die Stadt, wo die alles zusammenfassen und auch die diese Film zeigen. Und das Ergebnis wird natürlich auch noch zusammengefasst. Der Forschung wird auch noch abgeliefert. Und dass sie tolle Sachen machen, so wie zum Beispiel oben haben die auf diesem gelben Spot, da war ein Parkanlage, oder ist noch immer, in Kassel, in der Stadt Kassel in der Mitte,
eine Parkanlage und da haben die diese Querdurchschnitt gemacht, ein neues Gebäude, wo man obendrauf auch sogar ein Rooftop-Bar hat und wo man mit dem Fahrrad hochfahren kann bis in die Rooftop-Bar. Ist das nicht angenehm? Das haben die, solche tolle Ideen haben die auch immer. Dann Bike Guerilla, was ist das eigentlich, ein Bike Guerilla? Na, das kann ich ja hier ganz kurz zeigen für die Stadt Bonn. Diese Bike Guerilla war nicht teuer, die war 97,47 Euro. Das ist der Preis von Branding für das. Ich zeige das mal kurz. Hoffentlich geht das. Ja, da kommt es schon. Ja, das Video können wir leider nicht sehen, Ineke. Das Video ist nicht zu sehen. Wir sehen nur dein Slide. Ich glaube, das ist nur auf deinem. Das sind die Studenten, die Sie hier sehen. Arbeiten tüchtig natürlich, reden. Ineke, kannst du mich hören? In der Mitte von Bonn, ein Poppelsdorfer Tunnel, wo eine ganz schlechte Verbindung war. Hier ist die Lage. Niki, wir können das Bild nicht sehen. So sieht niemand aus, dieser Tunnel. Ganz angenehm, so wie Sie sehen. Ah. Und dann habt ihr dieses als Idee. Gut, Niki spricht Euro uns durch das Video. Das sind die Materialien, die gebraucht haben. Das ist die Lage. Da kommen die an und observieren, was sie da machen können. Da wird da was zusammengebastelt. Wir stellen uns alle vor, das ist eine Fußballdokumentation. Poster werden gemacht. Im Radio. Lämpchen, Weihnachtslämpchen. Und das in Oktober schon. War gut. Hier sehen Sie, was Licht macht schon und wie das anzieht. Da waren Plakate da an der Seite, wo die Leute was Sachen draufschreiben können. Probleme. Ideen, ein neuer Name, neue Funktionen. Das Link zum Video ist jetzt im Chat verfügbar. Wer sich es tatsächlich parallel neue anmachen kann, kann das tun. Ineke hört mich nicht. Wir sitzen und genießen. We just need a tunnel. Die wollten mehr Kunst und Art da drin. Vielleicht auch was für die, weiß ich nicht, was wollte. Und die sollten getrennt werden. Das waren die größeren Vorschläge, die wir gemacht haben. Das ist zur Stadt Bonn gegangen. Hier sind nochmal die Studenten, die damit gearbeitet haben. Der Universität Wuppertal hat damit gemacht, so wie Sie sehen. Das wurde gezeigt an der Stadt. Und hier noch einige von den Studenten. So, das war. Mal gucken, ob das jetzt ausgeht. Jetzt wieder zurück im Schirm. Bin ich schon da? Du bist da, Ineke. Könnt ihr mich sehen? Wir sehen dich. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen mit der Präsentation, dass wir noch ein paar Worte wechseln können, denn dein Video konnten wir jetzt nicht mitverfolgen, ja, aber wir haben die Beschreibung genossen. Ja, okay. Dann muss ich mal gucken, dass ich das hier ausmache. Ah, da ist er. Kommt immer das was dazu. Jetzt bin ich wieder da, oder? Ja, deine letzten Slides für 2 Minuten, dann müssen wir zum Ende kommen hier. Das reicht, weniger. Weil, warum Orfair und warum Freisprechen mit Studenten? Also ich denke, ich war unterwegs in Deutschland in Urlaub und war dann, ich bin Vegetarier, ne? Aber meine Männer, die waren mit, ein paar Männer, und die magen gerne Rotwurst essen. Und diese Rotwurst hatte Genussgarantie. Dann habe ich gedacht, Genussgarantie für einen Wurst. Nein, ich möchte jetzt Genussgarantie für Radfahren und das für eine bessere Stadt mit mehr Radfahrmöglichkeiten und angenehmere, glücklichere Menschen. Und ich denke, Studenten können die Städten helfen, ihre Ziele, ihre Träume und die ersten Schritte mal zu machen, damit ein Radaktionsplan kommt und vielleicht auch so eine Guerilla. Hier noch was Daten dazu. Es gibt eine Broschüre und das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und gerne möchte ich mit unseren Studenten mal irgendwo in eine deutsche Stadt wieder mal gucken und helfen, wie das weitergehen kann.
Vielen Dank. Vielen Dank, Ineke. Die Genussgarantie war gegeben. Vielen Dank für dieses innovative Format. Du hast uns durch das Video gesprochen. Wir konnten es nämlich nicht sehen, haben aber jetzt den Link im Chat geteilt. Das kann jeder nachsehen. Wirklich? Oh, das ist aber schade. Dann müssen die Leute, das selber angucken. Genau, der Link ist im Chat zum Nachsehen im Anschluss. Was können Städte tun, die sagen, sie möchten gerne am Fresh Brain Projekt teilnehmen? Ist das möglich? Einfach sich melden und sich Gedanken machen über vielleicht welche Probleme, die es da gibt, und sich Gedanken machen, dass es das auch heißt, dass es nicht nur die Städte was machen. Die können ja Inspiration geben, aber dass es auch notwendig ist, dass die Stadtvertreter auch da sind. Da sind für die erste Information an diesem Montag, ne, und für Vorbereitung für uns. Aber auch da sein, wo die Studenten auch mal zeigen, was sie da bedacht haben. Weil das ist für die Studenten total wichtig. Eine echte Stadt, wo die für arbeiten können. Das war total begeisternd. Und auch dieser Austausch für Studenten. Das kann ja auch mit einer Uni in irgendwelche Stadt sein. Ne? Also die anderen Städten, wenn man eine Universität hat oder eine Fachhochschule, können wir gerne mal zusammenarbeiten. Ein Angebot an die Städte. Ein Kommentar im Chat, auf den möchte ich zurückkommen, der sagt, Sie haben viel von der Stadt gesprochen, der richtete sich an Saskia, gilt aber natürlich allgemein. Ich würde mich freuen, wenn wir das Denken auch in Richtung Ballungsräume bewegen könnten, anstatt diesen nur auf Städte zu begrenzen. Und meine Frage an das Panel, vielleicht an Ineke insbesondere, wie funktioniert denn OrgWare und wie funktioniert Zusammenarbeit auf regionaler Ebene? Wie überwindet man diese administrativen Grenzen durch Zusammenarbeit? Ja, wie genau geht das? Gibt es da in den Niederlanden Erfahrungen, von denen wir profitieren könnten? Frage an mich, ne? An dich, und im Chat wird noch ergänzt, auch der ländliche Raum. Also wir weiten unseren räumliche Sichtweite. Bitte? Ja, die Frage geht an dich, Ineke. Wie kann man auf regionaler Ebene, auch im ländlichen Raum, außerhalb der Städte, im weiteren Sinne OrgWare betreiben? Ja, was wichtig ist, was ich erfahren habe, zufälligerweise war ich unterwegs, wie gesagt, im Kreis Ruhmont-Mönchengladbach, wo wir versuchen, für ein Interreg-Projekt, zu machen, das ist regional. Ne? Und was da wichtig ist, was wir gesehen haben, ist diese Unterschiede in dem deutschen Verhalt und in dem niederländischen Verhalt, wo wir, so wie Lukas erwähnt hat, wir poldern, also zusammenarbeiten, mal gucken, und wenn wir das machen, wenn das so passiert, dann haben wir gesehen, wir hatten einen niederländischen Workshop, das war noch gerade vor Corona, und das war ganz, ganz deutlich, dass es so wichtig war, dass die Parteien, die da in der Gegend, in dem niederländischen Teil, bis zur Grenze war das denn, ein paar deutsche Gäste aus Rheinsberg, ADFC zum Beispiel und mehr waren da, und da haben wir gesehen, dass diesen Workshop, wo wir diesen Spoldern machen, dass es total wichtig ist, damit man wisst, was läuft in einer Region. Zum Beispiel da, ich vergesse immer das Wort für diese Schlange, Atter, nein, Viehpan, eine bestimmte Art Schlange. Ich weiß immer das Wort nicht. Und diese Reptilien, die sind da in dem Mainweg-Bereich sehr wichtig, und die haben erwähnt, dass diese Reptilien sehr wichtig sind und dass wir das mitnehmen sollten. Wenn die nicht da wären, diese Naturleute, diese Naturschützer, dann hätte man das nicht gewusst. Und so kann man eigentlich in diesem Teil, konnte man schon vorbereiten, dass es wichtig ist, dass man im Regionalbezirk eigentlich guckt, wie das ist mit Knotenpunktensystem, wie das integriert werden kann, wie zum Beispiel auch diese Reptilien mit eingenommen werden können. Und in dem deutschen Teil war das nicht so gewöhnlich, jedenfalls nicht, wie wir das gemacht haben mit dem Workshop in den Niederlanden. Und dann haben wir vorgeschlagen, dass das ging auch nicht mehr wegen Corona, also wirklich vor Ort was machen. Dann haben wir überlegt, warum machen wir das denn nicht telefonisch? Und dann haben wir das über Telefon gemacht. War natürlich ein bisschen beschränkt, aber das hat auch dazu geführt, dass wir viel mehr wissen über was lebt und was spielt in dem deutschen Bereich. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wie der SIP auch gemeint hat, man muss einfach reden miteinander und erzählen, was wichtig ist und was man mitnehmen soll, was Voraussetzung ist, was vielleicht ein bisschen weniger interessant oder von Wert ist. So soll man eigentlich vorangehen.
ein Plädoyer für die Kommunikation, der Schlüssel jeder Beziehung. Wenn wir von den Niederlanden lernen, vielleicht können wir sogar auch von der Autoindustrie lernen, denn ich bin über ein Zitat gestoßen, ausgerechnet. Also ich noch kurz hier einfließen lassen will, Henry Ford nämlich hat gesagt, zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt und zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Wir können von unseren Nachbarn lernen, wir können auch im Sektor voneinander lernen. Und das ist schon wieder 17 Uhr und wir werden es nicht nächste Woche fortführen, wir werden es erst am 24. September fortführen. Und dazu war vorhin im Poll die Frage, welche der Themen, die wir in den letzten Wochen aufgegriffen haben, ist Ihnen wichtig, wieder aufzugreifen? Und mit 35% ist das beliebteste Thema die Designfrage, das Design baulich getrennter Radwege und sicheren Kreuzungen, das Thema von letzter Woche. Ich bin mir sicher, wir werden das aufgreifen. Aber auch Planung und lokale Politik haben ein Viertel der Interessenten als wichtig und aufgegriffen, was gern vertieft werden soll. Deswegen lade ich Sie alle ein. Die nächste Themensitzung findet am 24. September 15.30 Uhr bis 17 Uhr statt, anderthalb Stunden. Es ist die abschließende Sitzung. Wir werden reflektieren zum Thema, was genau inspiriert uns in den Niederlanden, was können wir mitnehmen. Wir werden die Themen aufgreifen, die Ihnen wichtig sind und vielleicht auch noch neue Themen aufgreifen und in Kleingruppen diskutieren. Für heute möchte ich mich bedanken bei allen Referentinnen und Referenten für dieses technisch interessante Stunde, die hinter uns liegt, für die neue Erfahrung der Radiodokumentation der Fresh Brains. Ich bedanke mich an alle im Publikum, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Beiträge und insbesondere bedanke ich mich bei der Dutch Cycling Embassy, die diese Seminarreihe kostenlos für uns alle möglich macht. Vielen Dank und ich wünsche allen einen schönen, warmen Nachmittag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.